Große Sommerparty bei der Berliner Turnerschaft. Am vergangenen Samstag ist die Astoria Rudergemeinschaft des Vereins Gastgeber des Sommerfests und bietet seinen Gästen am kleinen Wannsee ein buntes Programm mit Liveband, Tanzeinlagen und dem Highlight der Sportlerehrung. Da wollen wir Sportler ehren, die also bestimmte Sachen erreicht haben, nicht unbedingt Meister geworden sind, aber Sachen erreicht haben, die man mal hervorheben sollte. Bei der Sportlerehrung geht es darum, MitgliederInnen des Vereins über alle Sportabteilungen hinweg für besondere Verdienste auszuzeichnen. Es war schön auf jeden Fall, dass wir alle mal vom Verein zusammenkommen, wenn man sich ja sonst irgendwie sehr wenig trifft oder sieht und überhaupt weiß, wer noch so ein Verein ist. Deswegen war es schön, dass wir heute irgendwie alle uns hier versammelt haben. Und es war auch schön, dann für die Leistungen, die man gebracht hat, nochmal geehrt zu werden. Mit 12 Fachbereichen und Standorten in 6 Bezirken ist bei der Berliner Turnerschaft für jeden etwas dabei. Die enge Zusammenarbeit der Abteilungen wird am Kleinen Wannsee beim Turnen und Rudern besonders deutlich. Ich zum Beispiel kümmere mich die Eltern der Kinder, die turnen, die dann in der Zeit, wo die Kinder turnen, zum Beispiel einfach ins Boot steigen und damit aufs Wasser kommen. Der Standort ist neben dem Rudersport auch für viele weitere Sportarten geöffnet. Mit Kursen, die ein buntes und generationenübergreifendes Programm bieten. Rudern macht sehr viel Spaß, ist Lifetime-Sport. Wir haben sehr viele Mitglieder, die auch noch im hohen Alter ins Boot steigen. Ich würde sagen, es lohnt sich, es auszuprobieren. Und wenn man einmal damit angefangen hat, ist es sehr schwer, wieder damit aufzuhören. Die Berliner Turnerschaft freut sich immer über Mitgliederzuwachs und heißt Interessierte auch außerhalb von Veranstaltungen gerne willkommen. Der Verein legt großen Wert auf ein gemeinsames Miteinander und gibt seinen Mitgliedern gerne etwas zurück. Das ist ihm gemeinsam mit der Astoria Rudergemeinschaft an diesem Wochenende mit der großen Sommerparty geglückt.